Mit dem Thema Weiterentwicklung des Gymnasiums in Bayern ist die Freie Wähler Landtagsfraktion in ihre Herbstklausurtagung in Kaufbeuren gestartet. Die Abgeordneten verdeutlichten ihre Forderung nach sofortigen Reformen. Eine Wahlfreiheit zwischen 8- und 9-jährigem Gymnasium müsse schon ab dem kommenden Schuljahr möglich sein. Im Rahmen der Klausurtagung wurden die Freien Wähler auch im historischen Rathaus empfangen vom Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse. Dieser stellte die Historie der Stadt sowie die wichtigsten Projekte, wirtschafts- und strukturpolitischen Rahmenbedingungen und Probleme der Stadt vor. Gerade in Kaufbeuren zeigt sich laut Fraktionschef Hubert Aiwanger, wie wichtig die Förderung des Mittelstandes als Jobmotor ist. Impulse für ihre Mittelstandspolitik holte sich die Fraktion bei einem Besuch des Qualitäts- und Sicherheitsdienstleistungsunternehmens Intertech. Dazu gehörte auch eine Besichtigung des neuen Kompetenzzentrums für Elektromobilität und Transporttechnologien. Bernhard Pohl, Abgeordneter aus Kaufbeuren, zeigte sich beeindruckt von dem gewaltigen technischen Know-how, das die Firma Intertech zu bieten hat. Auch mit dem Thema Energiewende hat sich die Landtagsfraktion intensiv befasst. Der stellvertretende Vorsitzende Thorsten Glauber machte klar, dass die Energiewende ein wichtiger Jobmotor für Handwerk und Mittelstand in Bayern ist. Die aktuellen Entwicklungen bremsten diesen jedoch massiv aus. Das EEG schaffe keinerlei Anreize mehr für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier seien dringend politische Weichenstellungen gefragt. Das Freihandelsabkommen mit den USA und dessen Auswirkungen auf die Bereiche Bildung, Kultur und kommunale Daseinsvorsorge standen ebenfalls im Mittelpunkt der Klausurtagung. Die Freien Wähler befürchten hier, dass die hohen europäischen Standards für den Schutz der Verbraucher, der Arbeitnehmer, der Umwelt und der Datensicherheit nicht geschützt werden können. Beim Abendessen der Abgeordneten mit lokalen Mandatsträgern wurde über das umstrittene Vertragswerk lebhaft diskutiert.